Dremulok, seid gegrüßt, meine lieben Gefährten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist Lord Zarlok. Willkommen zurück. Ich stehe hier vor dem See und heute machen wir uns auf den Weg mal wieder in eine Höhle. Und ich habe da mal was vorbereitet. Erstmal den Flachwitz des Tages. Ein bisschen was zum Nachdenken. Was ist das größte Problem für Fußballer neben einer Rasenallergie? Platzangst. Denkt mal drüber nach. So, ich habe da mal was vorbereitet. Ups, ich muss mal kurz was nachgucken hier. Warte mal. Ja, okay. Ich wollte mich nur vergewissern, dass mein schönes Programm hier auch den Ingame-Ton aufnimmt. So, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mir doch mal die Schnitzel hier gebraten. Jetzt haben wir hier Steak. Und während die noch brutzeln, gehe ich mal ganz kurz... gucke ich jetzt mal ganz kurz durch die Truhen, ob ich hier noch Eimer habe, beziehungsweise Wassereimer. Das wäre nämlich total toll. Das ist echt eine gute... Oder habe ich die da mal... Ich habe die... Ah, zwei Stück. Wow. Damit kommen wir weit. Das Problem ist aus der Höhle... Obwohl, in der Höhle kriegen wir eigentlich ein bisschen Wasser her. Ich tausche das mal eben. Nee, das ist jetzt eine falsche... Ich baue eben zum Brunnen. Ich muss zum Brunnen. Ja, es ist wichtig. So. Eins und zwei. So, jetzt haben wir schon mal zwei Wassereimer. Keine Ahnung, ob das reicht. Eigentlich gar nicht. Aber ich kann ja das Eisen, was ich... wir haben ja noch sehr viel Eisen übrig. Deswegen kann ich das eigentlich mal verbrauchen für Eimer. Vier Stück ist eine gerade Zahl. Das freut mich sehr. Die Sonne geht auch schon unter. Und es wird spannend, meine lieben Leute. So. Also, Wassereimer. Und gleich werde ich die Steaks. Oh, nee, warte. Bei mir hat nur jemand die Jalousie nach unten. Ich dachte, ich habe einen Enderman gehört. Ist egal. Ja, dauert mir jetzt zu lang. Komm, 22 Steaks muss reichen. Gehen wir los. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese Höhlentour ausgehen wird. Ich hoffe, dass wir nicht sterben. Ich hoffe es wirklich. Denn, ich habe mir jetzt mal den Luxus gegönnt und auf meine Aussagen geschissen. Und ich nein, es ist einfach ein Beweis. Ich möchte euch noch einmal demonstrieren, dass die Spawnrate der Monster einfach übertrieben ist. Ah. Ich ignoriere das einfach. Es ist wirklich sehr düster und ich sehe kaum was. Ich muss einfach nur in die Höhle rein, das ist alles. So, da hinten sehe ich schon die Fackeln. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass das so weit weg ist. Aber ist okay. Ist durchaus in Ordnung. So, da hinten sind Slimes. Die ich tatsächlich brauche für gewisse Sachen. Das ist eine Spinne. Ich muss natürlich jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich habe ja zum Glück eine sehr gute Rüstung. Aber die Slimes, die töte ich dann doch mal. Weil ich diese komischen Schleimdinger hier brauche. Diese Schleimkügelchen. Die sind wichtig für gewisse Sachen, wie zum Beispiel eine Leine. Was ich sehr unverständlich finde, warum man Slime, diese Schleimkugeln, was auch immer braucht, für eine Leine. Unglaublich. Ich gehe mit Angst rein, denn es ist die Höhle der Angst. Los geht's. Wie oft waren wir hier schon drin?
oft sind wir hier schon lang gelaufen? Und es ist irgendwie doch immer etwas Neues passiert. Und der Hauptgrund, wieso ich hier bin, ist Obsidian. Deswegen werde ich wie immer den Creeper-Weg nehmen. Und obwohl hier ausgeleuchtet ist, können hier Monster rumlaufen. Hinter jeder Ecke kann etwas lauern. Und das finde ich sehr beunruhigend. Ich weiß nicht mehr, wo es hier hinging. Aber auf jeden Fall erschrecke ich mich vor meinen eigenen Trittgeräuschen. Ich kann es nicht beschwören, aber ich habe einen Zombie, glaube ich, gehört. Ich habe den Fernseher sehr leise eingestellt. Puh. Okay. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo es zum Obsidian ging, aber diese Fliegenpilze kommen hier sehr bekannt vor. Da unten. Da unten ist das Obsidian, an der Stelle habe ich sogar schon gegraben. Es war nur eine Fledermaus gerade. Ja, es ist doch ein merkwürdiges Gefühl, wenn man weiß, man ist nicht alleine hier. Okay, ich sehe mich erstmal um. Spinne. Okay, ich weiß nicht, wo die Spinne ist, aber ich gehe auf jeden Fall immer von der Lava weg. Oh mein Gott, das ist eigentlich vollkommen bescheuert. Ich will jetzt Obsidian abbauen, lebe gefährlich neben der Lava und ich habe die Monster eingeschaltet. Das ist doch egal. Okay, Fackeln brauche ich jetzt erstmal nicht, aber Wassereimer. So, jetzt nehme ich das Wasser wieder auf und habe noch mehr Obsidian. Ist doch klasse. Ja, jetzt ist es mir doch ein bisschen zu dunkel. Drei Schleim... Ich nenne es einfach mal Schleimbeutel, ist doch egal. Drei Schleimbeutel habe ich im Besitz. Trau dich. Trau dich einfach. Ich habe Zeit. Ich weiß, du attackierst mich erst, wenn ich nach links gucke, um die Audiospur zu prüfen. Ja, alles cool. Das lief ja schon mal hervorragend. Okay. Jetzt weiter nichts ist. Baue ich jetzt weiter ab, wenn es niemanden stört. Und es ist natürlich immer sehr doof, wenn... Ach, ich wünschte, ich könnte irgendwie...
Wenn ich jetzt hinbekommen würde, diesen Block hier einzusammeln, das wäre super. Weil dann könnte ich nochmal so einen Wassereimer drüber kippen. Und dann geht das schon. Den habe ich eingesammelt. Okay. Das muss eigentlich immer sehr schnell ablaufen. Ich gebe es mal hier. So. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber auf die Art und Weise könnte man Schicht für Schicht immer bearbeiten. Das ist zwar sehr zeitaufwendig und vielleicht auch ein bisschen langwierig. Oh. Aber hey, was soll's? Genau, das wollte ich. Jetzt fällt mir ein, wie ich Obsidian auch ganz leicht einfach selbst herstellen könnte. Und zwar zu Hause bei uns. Einfach ein Block tief, immer Lava reinkippen und Wasser drüber. Dann kann man einfach Obsidian selber herstellen, ohne dass man Angst haben muss, dass man sich verbrennt, weil man ja weiß, unten, also unter dem Obsidian, ist ja keine Lava mehr. So. Man könnte das ja natürlich jetzt auch so einen Glaskasten errichten, wo man das Ganze noch betrachten kann. Warum eigentlich nicht? Ich meine, ja, man könnte die Schmiede ja eigentlich ein bisschen erweitern und so ein paar Glaskästen hinstellen, Obsidian-Produktion-Dingens. Also ich fände die Idee gar nicht mal so schlecht. Aber dann müsste ich ja trotzdem Lava noch hier irgendwie mitnehmen. Und ich meine, wenn ich hier schon Obsidian abbauen kann, wozu es nicht tun? Ich habe den Eindruck, ich meine, es gab Updates für Minecraft. Ich meine, seit das mit dieser Spawn Rate over 9000, wann war das? Ist auch schon ein paar Monate her, ne? Vielleicht haben die das ja gepatcht. Wobei, es wäre mir neu, dass die da irgendwie was machen. Das wäre ja so, als würde GTA 5 irgendwie Neuerung für den Singleplayer bekommen. Das wäre so, als gäbe es EA-Spiele. Das wäre so, als würde EA jetzt ein Spiel rausbringen, was keinerlei Online-Funktion hat. Und ja, mir fällt auf, ein Wassereimer hätte sogar gereicht. Dann werde ich nachher einfach die Eimer leer machen und nimm Lava mit. Weil dann, hey, ja, eigentlich sollte man die Lava hier nicht, ach, es läuft eigentlich auf selbe hinaus, ist doch egal. Das ist jetzt meine Obsidian, Mine, ja, weiß auch nicht. Wovor ich Angst habe, das Obsidian zu verbauen, weil wenn ich mich dann, also es zu verarbeiten, wenn ich das verbaue, also falsch hinsetze irgendwo, dann dauert das so ewig, bis man das korrigiert hat. Okay, ich mache mal hier weiter. Obwohl, dann mache ich. Nee, weißt du was? Ich mache den Block, den tue ich jetzt auch nochmal weg. Und dann kippe ich einmal Wasser drüber und dann ist da alles wieder weg.
Ja. Ja, hallo, ich gehe auf Vorsicht. So. Ist der jetzt noch Lava? Fledermaus, ist der jetzt noch Lava? Oh, ja. Ach, finde ich nicht schlecht. Das ist ja eigentlich dann eine unendliche Quelle, ne? Ja, oder nicht, ich weiß nicht. So, baue ich mal hier weiter. Sicher ist sicher. Ich habe es gespürt, dass hier irgendwas ist. Es ist schon wieder so ein scheiß Skelett. Mistratte, ey. Ich habe das gerade im Gefühl, ich habe nichts gehört, aber ich habe es im Gefühl gehabt. Irgendwas ist hier. Boah. Ekelhaft. Boah, diese Baby-Zombies, die sind so widerlich. Wobei ich mich frage, wo kommen die jetzt auf einmal her? Komisch. Naja, ich vertraue mal drauf, dass alles gut wird. So. Okay. Ja, ich glaube, ich kipp da nochmal was drüber. So. Ja, funktioniert doch so wunderbar. Also ich finde, so sind die Höhlenfolgen eigentlich angenehm. Es passiert nicht so viel, es sind trotzdem Monster hier. Das gefällt mir eigentlich so. So, jetzt, wie viel habe ich denn? 23 Stück. Ja, das ist eine Zahl, die man sich antun kann. Solange es nicht der Film ist. Aber das reicht noch lange nicht. Also für das, was ich vorhabe, da... Ich kann es gar nicht... Also, wie viel brauche ich da? Also die komplette Mine hier muss ich jetzt ausnehmen. Alles Obsidian, was ich jetzt hier befinde, das brauche ich mindestens. Das lässt sich leider nicht verhindern. So, ich gehe mal hier... So, dann schwimme ich nicht immer weg. So, die erste Schicht ist hier zumindest schon mal verarbeitet, da hinten geht es weiter. So, hier, da geht es weiter. Ja, und es ist wirklich langwierig, aber was soll ich denn tun? Ich habe es nicht so programmiert, dass Obsidian so ewig lange braucht, bis man es abgebaut hat. Ich werde selbstverständlich, wenn der Turm fertig ist,
Dann werde ich selbstverständlich einen Verzauberungstisch bauen. Und dann werde ich auch ein paar Werkzeuge mal verzaubern. Und in der Hoffnung, dass dann Effizienzzauber bei rumkommt. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, es gibt ja auch Zauberbücher, ja, die eine feste Verzauberung, naja, gespeichert haben. Ich weiß nicht, ob man dieses Buch dann öfters verwenden kann. Da habe ich noch keine Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß nur, es gibt diese Verzauberungsbücher, nur ich weiß nicht, wie die funktionieren. Oder ob die Bücher dann auch verschwinden. Aber immerhin kann man dann fest entscheiden, welche Verzauberung man wirken möchte. Und das ist nicht das Schlechteste. Weil sonst ist es ja Zufall. Wobei ich könnte mir auch die Mühe machen und diese Verzauberungsschrift einfach übersetzen. Aber das ist... Wobei, ich lerne auch Drachensprache, also ganz ehrlich, wozu nicht die Übersetzung noch aufschreiben von den Verzauberungen in Minecraft? Ich bin mir sicher, dass es da irgendwas gibt. So, ihr seht natürlich, die Folge ist ein klein wenig länger, weil Obsidian abbauen dauert extrem lange und was passiert da sonst nichts, ne? Deswegen ein bisschen die Folgenlänge erhöhen, das ist immer gut. Scheiße. Boah. Halt die Fresse, Alter. Du bist so eine... Ich will's ja gar nicht aussprechen. Echen. Ganz ehrlich. Okay, Zombies. Ganz ehrlich, den Creeper beseitige ich. Weil ich keinen Bock habe, dass der, während ich hier abbaue, dann irgendwie angescheißert kommt. Das möchte ich nicht und töte ihn deswegen jetzt. Fuck. Okay, ich bleib jetzt mal hier, weil hier ist es dunkel. Und wenn ich hier bleibe, spawnt nichts. Da ist eine Spinne. Höchst interessant. Finde ich sehr toll. Erstmal ausleuchten. Schritt 1. Schritt 2. Essen, um Leben zu regenerieren. Schritt 3. Bewaffne dich mit einem Schwert und hoffe, dass du nicht stirbst. Schritt 4. Schaffe es lebend aus der Höhle raus und feier dich selber. Ess vorzugsweise einen Schokoladenkuchen. Mit Zuckerguss. Und einen Keks. Ja, komm doch her, feige Sau. Ah, hier ist noch mehr Lava. Und da hinten auch. Und da ist Kohle. Aber weiter will ich hier gar nicht gucken. Ich möchte weiterhin Obsidian bauen. Ich lasse mich jetzt nicht von meinen Zielen ab... Meine Schritte. Ich meinte gerade, ein Enderman gehört zu haben. Bilde ich mir zumindest ein. Deswegen war ich kurz etwas abgelenkt. Aber jetzt. So. Oh! Ganz toll! Großartig gemacht! Wow! Du bist Naturtalent. Zum Glück können diese Pflegel ja hier kein Obsidian wegsprengen. Glaube ich. Hat er jetzt Obsidian weggesprengt? Weiß ich nicht. Erde hat auf jeden Fall weggesprengt. Neue Quelle für Obsidian. So. Na schön. Wenn ich jetzt weiter abbauen dürfte, wäre ich euch sehr verbunden.
Obwohl es mir lieber ist, ich glaube, ich mache Folgenpause. Ich verstecke mich mal wieder da hinten. Ganz professionell. So. Hier drin kann mir nichts passieren. Hier drin kann ich mich ganz sicher verabschieden. Und in der nächsten Folge bauen wir weiter ab.